Ich habe gesagt, das wahrscheinlichste Szenario ist ein neuer kalter Krieg. Diese Spaltung in wirklich zwei große Blöcke ist mittlerweile natürlich ein großes Stück vorangetrieben. Der Systemcrash heißt eben, dass das alte System vor die Wand läuft, erstmal Stillstand und dann muss man was völlig Neues machen. Und das passiert ja, das passiert innenpolitisch, also mehr Überwachung, autoritärere Staaten, weniger Parlament. Liebe Zuschauer, ich freue mich riesig auf den heutigen Gast, Professor Dr. Max Otte. Für mich jemand, der mit seinem Früherkennungssystem schon 2008, aber auch mit seinem letzten Buch Weltsystemcrash Signale gesetzt hat, dass man, wenn man richtig recherchiert, rechtzeitig die Weichen legen kann. Heute möchte ich mit ihm darüber sprechen, was aktuell um uns herum geschieht, ob wir diesen Weltsystemcrash bereits sehen, ob er schon vorüber ist, ob er noch vor uns steht. Er ist Buchautor und hat für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Damit hat er auch viele Schlagzeilen gemacht. Max, ich freue mich, dass du unseren Zuschauern heute mit deinen Antworten zur Seite stehst. Herzlich willkommen. Freut mich sehr, Dominik. Sehr gerne. Dankeschön. Lass uns gleich einsteigen. Du hast ja das Buch Weltsystemcrash geschrieben. Vielleicht kannst du es auch irgendwo nochmal die Kamera halten, falls du es rumliegen hast. Es ist so, dass unsere Community sehr wissbegierig ist. In dem Buch hast du ja schon einige Szenarien aufgezeigt, was auf uns zukommen kann. Das Witzige oder das Spannende daran ist, dass dieses Buch bereits 2019 erschienen ist. Das heißt, schon weit bevor dieses Szenario mit der Ukraine und Russland geschehen ist. Hattest du damals schon so ein bisschen eine Vorahnung, was mit der Pandemie kommt oder wann ist dieses Buch konkret erschienen? Ja, das Buch ist im Oktober oder September 2019 erschienen, also gerade mal 4 Monate vor der Pandemie. Ich halte es nochmal hoch, es wurde ja in den Mainstream-Medien diffamiert. Es ist trotzdem 14 Wochen in den Platz Top 20 der Spiegelliste geblieben. Also Dennis Scheck von der ARD hat gesagt, sein Buch, das Ekel in ihm erregt, hat natürlich nicht reingeschaut. Es ist ein Sachbuch, ich hoffe, es ist gut lesbar, aber es hat natürlich viel Fakten. Und wir steuern einfach auf eine komplette Neuordnung des Weltsystems zu. Das habe ich damals da drin geschrieben. Da gab es die Covid-Pandemie noch nicht. Und die habe ich leider im Buch auch noch nicht gesehen, obwohl ich die Folgen gesehen habe. Also man hätte ja auch Covid sehen können, denn es gab auch vorher schon so versuchte Pandemien, SARS 2003, Schweinegrippe, Vogelgrippe, Ebola. Ebola ist ja wirklich gefährlich, aber ungefähr alle 80 Jahre gibt es eine fundamentale Krise im Weltsystem. Das beschreibe ich im Buch auch genauer. Und danach folgt meistens eine neue Ordnung. Das haben zum Beispiel auch Strauss und Howe 1996 geschrieben in einem bekannten Buch. Das hat mein Professor in Princeton, Robert Gilpin, hat diesen Zyklus auch. Hängt mit der Zentralmacht zusammen, also welche Mächte quasi das Weltsystem dominieren. Und da gibt es ja öfter mal Veränderungen. Das habe ich alles in diesem Buch beschrieben, also Abstieg der Mittelschicht, Veränderungen geopolitischer Natur, Überschuldung, auch schon der Trend zur Überwachungsgesellschaft. Und das heißt, da all dieses auf einen Kulminationspunkt zulief, musste was völlig Neues entstehen. Oder wir sind dabei, dass etwas völlig Neues entsteht. Also es ist nicht klassisch der Finanzcrash, es ist viel mehr. Es ist viel mehr. Die Gesellschaften ordnen sich grundlegend neu. Und das haben wir eben gesehen, beginnend in der Covid-Pandemie. Wir wollen gar nicht darüber sprechen, ob das Virus wie gefährlich es ist und so weiter. Das ist medizinisch. Aber die politischen Folgen haben wir gesehen, dass auf einmal Überwachungsgesellschaften, autoritäre Staaten möglich wurden. Aber es geht eben weiter. Es geht auch Richtung globale Systeme. Und ich meine, genauso gespalten wie die Gesellschaft war in Bezug auf Covid, ist sie jetzt in Bezug auf die Ukraine. Da gibt es auch kaum noch Kommunikation zwischen beiden Seiten. Auch das ist eine Folge solcher verrückter Zeiten, dass die Menschen dann sich an ihre eigene Meinung sehr stark klammern und nicht die andere Meinung zulassen, auch gar nicht mehr bereit sind, in einen Dialog zu treten. Und da habe ich in meinem Buch, und das bin ich da schon ein bisschen stolz drauf, auf Seite 398 3 Szenarien ausgemacht. Geopolitischer Natur. Jetzt gar nicht das Ökonomische, auch nicht das Thema Überwachungsgesellschaft, sondern was passiert geopolitisch? Ich habe gesagt, das wahrscheinlichste Szenario ist ein neuer kalter Krieg zwischen einem westlichen Block und China. Und zwar, dass sich ein großer Teil Europas einfach diesem amerikanisch geführten Block anschließt. Mehr oder weniger ein Anschluss, ein politischer. Man kann ja dem Namen nach souverän bleiben, aber es gibt einen ganz klar amerikanischen Block, es gibt einen chinesischen Block. Damals habe ich gedacht, das ist das wahrscheinlichste. Status Russland ungewiss. Das war meine Geschichte. Da wissen wir jetzt mehr drüber, komme ich gleich nochmal drauf. Szenario 2, großer Krieg,
Auch das ist leider in solchen Zeiten oft der Fall, nicht immer. Der Dekan der Kennedy School in Harvard hat ein großes Buch darüber geschrieben, Destined for War, Can America and China Escape Thucydides' Trap? Also können Amerika und China die Falle des Thucydides vermeiden, dass sie miteinander Krieg führen, die aufstrebende Macht und die absteigende Macht. Und Szenario 3, mein Lieblingsszenario, wäre, dass Europa seinen eigenen Weg findet, dass es eine westliche Hemisphäre gibt und dass es dass es einen chinesischen Block gibt, aber dann Europa bitte mindestens bis zum Ural. Also der westliche Teil Russlands ist mindestens noch Europa. Und dieses dritte Szenario, mein Wunschszenario, eine multipolare Großraumordnung, die ist leider natürlich sehr viel unwahrscheinlicher geworden. Leider ist das Szenario, was ich als sehr wahrscheinlich angesehen habe, diese Spaltung in wirklich zwei große Blöcke, ist mittlerweile natürlich ein großes Stück vorangetrieben. Und so wie es jetzt läuft, wird natürlich Russland in die Arme Chinas getrieben. Und dann haben wir wirklich diese beiden Blöcke. Jetzt habe ich 100 Fragen im Kopf. Du hast schon so viel geliefert. Vielen Dank. Die drei Szenarien werden wir auch gleich nochmal ein Stück weit genauer beleuchten. Ich denke, um dein Buch nochmal ganz kurz entsprechend zu platzieren, wir möchten unter dem Video die Zuschauer hinweisen, wir setzen einen Link zu dem Buch. Bestellt es euch, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Bei mir steht es schon im Bücherregal. Ich habe die Hälfte leider erst durch, aber ich muss auch dazu sagen, du hast schon so viele Bücher geschrieben, da braucht es eine gewisse Zeit, bis man das alles aufholt. Wir haben uns aber überlegt, weil die Frage auch sehr häufig kam, wir haben im Vorlauf schon unserer Community Fragen gestellt, wie und was möchtet ihr von Professor Dr. Max Otte wissen? Und die häufigste Frage war tatsächlich, wie schütze ich mich denn vor diesem Weltsystem-Crash? Bevor wir darauf zu sprechen kommen, ob wir bereits drin sind oder wo wir aktuell stehen, Max, wir haben uns gemeinsam was überlegt, und zwar möchten wir unter dem Video für euch einen Ratgeber anbieten, der ist kostenlos zum Download. Und in diesem Ratgeber kommt das Wissen von Max und mir gemeinsam zusammen. Da möchten wir euch zeigen, wie ihr euch optimal finanziell aufstellt für diesen Weltsystemcrash, für diese Machtwechsel, für diese Veränderung. Denn viele Menschen werden große Teile ihres Vermögens verlieren, wenn sie nicht richtig reagieren und die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Ladet ihn euch gerne runter. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass wir uns die Frage stellen, wo stehen wir aktuell? Ja, in der Welt tut sich vieles, du hast es schon angesprochen, Machtwechsel Ost nach West war auch eins der Szenarien, für dich das wahrscheinlichere durch den Kalten Krieg. Aber was passiert aktuell? Haben wir den Crash schon gesehen? War das 2019 schon alles? Oder 2020, 2021, was wir mit der Pandemie hatten? Oder kommt er erst so richtig? Der Systemcrash ist ja mit Bedacht gewählt, der Titel. Es geht ja um viel mehr als jetzt ein Börsencrash. Vielleicht kommt auch kein Börsencrash. Der Systemcrash heißt eben, dass das alte System vor die Wand läuft, erstmal Stillstand und dann muss man was völlig Neues machen. Und das passiert ja, das passiert innenpolitisch, also mehr Überwachung, autoritärere Staaten, weniger Parlament, also ein bisschen Modell China, was auch im Westen greift, was ja in einem Report der Rockefeller Stiftung schon 2010 prognostiziert wurde. Also da passiert innenpolitisch viel im Westen, es passiert außenpolitisch viel und es wird finanzpolitisch viel passieren und es wird eben darauf hinauslaufen, dass finanzpolitisch wir, das sieht man jetzt alles, Teil dieser Systemumstellung, eine enorme Inflation haben, die ist mittlerweile höher als die in den 70er Jahren, in denen ich ja groß geworden bin. Ich bin Jahrgang 64, also ich bin sozialisiert in den 70er Jahren. 1974 gab es den ersten autofreien Sonntag, da konnte man dann mit dem Fahrrad auf der Autobahn fahren, war auch mal für uns Kinder ganz nett, also es war ein spannendes Gefühl, aber damals hatten wir nur einen Ölpreisschock. Heute haben wir den Ölpreisschock, wir haben den Gaspreisschock, wir haben den Atomausstiegsschock, wir haben den Kohleausstiegsschock. Also wir haben hausgemacht noch 3-4 Schocks dazu, zumindest in Deutschland. Also die Inflation ist auch Teil dieses Crashs und wir werden mit den Schulden, die ja auf normalem Weg nicht zurückgeführt werden können und viele, auch Markus Krall hat vor 3-4 Jahren schon den Bankencrash prognostiziert, da hat er aber eins nicht bedacht, dass natürlich durch Staatseingriffe kann sowas immer weiter hinausgezögert werden. Die Banken wären in Europa natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wie er es vorausgesagt hat, pleite gewesen. Und da hat man eben wieder irgendwo ins Kästlein gegriffen. Also die EZB legt Green New Deals auf. Damit greift sie direkt ins Wirtschaftsgeschehen ein, was eigentlich eine Zentralnotenbank nicht machen sollte. All das ist Teil dieser Umstellung. Und am Ende wird eine zunächst einmal autoritärere Wirtschaftsform stehen, eine Staatswirtschaft oder eine Mischwirtschaft. Wir haben ja immer Mischwirtschaft, die hatten wir auch in den letzten 30, 40 Jahren, aber das kippt jetzt sehr stark Richtung Staat. Es wird mehr Richtung Überwachung gehen. Wir sehen die Überwachung auch und die Beschneidung der Meinungsfreiheit, hat ja auch Allensbach gesagt. Also all das wird zu einem völlig neuen System, zu einer neuen Art, wie wir leben, wie wir atmen, möchte ich fast sagen, wie wir denken, führen. Da sind wir mittendrin.
Ja, und was oder welche Rolle spielt dabei das Geld? Und wenn du von einem Systemcrash sprichst, denn die politischen Wandel sind spürbar. Und wenn man den Hashtag Shanghai auf Twitter eingibt, dann wird einem ganz anders. Dann wird einem wirklich anders. Sieht man Säcke voller Tiere auf den Bordstein liegen, Menschen springen aus den Hochhäusern, weil sie nichts zu essen haben in der Null-Covid-Strategie. Und das sind ja übrigens auch Dinge, die viele, ich sage jetzt mal, hochrangige Wissenschaftler auf Augenhöhe der Bundesregierung gefordert haben. Ich bin froh, dass wir in Deutschland solche Bilder nie gesehen haben bis heute. Und die USA zieht die Botschaft ab aus China oder aus Shanghai. Was sind das für Entwicklungen? Also passt das genau in dieses Szenario des Kalten Kriegs? Immer verhärtetere Fronten, West gegen Ost. Und welche Rolle spielt dabei das Geld, Max? Ja, Kalter Krieg ist natürlich das eine. Das andere ist, wie kriege ich die Gesellschaften innenpolitisch in den Griff für so eine große Umstellung? Ich zitiere mal Strauss und Howe, die mit ihrer vierten Wende, das haben sie 1996 geschrieben, es wird sich für die Dauer dieser Krise wird sich und auch danach wird sich ein völlig neues Regime, also eine Regierungsform etablieren, auch im Westen. Sie benutzen das Wort Regime wertneutral und das Regime wird Loyalität und Gefolgschaft einfordern. Sachen, wo man früher endlos diskutiert hat, werden jetzt einfach entschieden und es wird gemacht. Und also wir müssen uns da auf ganz andere Gangarten regierungstechnisch einstellen und China ist da wieder Vorreiter. Ich meine, ich habe mir lange überlegt, einerseits gibt es ja Zusammenarbeit China, der Westen, sie hängen voneinander auch ein bisschen ab. Andererseits gibt es eben die Rivalität bis hin zur militärischen Rivalität. Ich habe mir nach der ersten Covid-Welle überlegt, warum macht China diese extrem knallharten Maßnahmen? Naja, also wir können es nur Hypothesen bilden. Einerseits ist es vielleicht, um die eigene Bevölkerung im Griff zu haben, zu sagen, wir können das, wir machen das. Wir unterziehen die eigene Bevölkerung einem Test. Andererseits kann man damit natürlich auch ein bisschen den Takt angeben und dann fühlen sich vielleicht die Regierungen im Westen bemüßigt, das nachzumachen und da doch im Westen das Grundverständnis der Menschen noch ein bisschen anders ist, schafft es hier vielleicht dann mehr Unruhe. Also es könnte auch eine ökonomische Waffe sein. So ganz die letzten Gründe, also das sind so ein paar Hypothesen, denn dass Null-Covid medizinisch keinen Sinn macht, dass da viel mehr Menschen durch Fenstersprünge sterben als durch Covid, das scheint ja klar, oder durch Hunger. Also das ist ja wirklich grausam, was da passiert. Ich habe auch ein paar von diesen Filmen gesehen, sie sind wirklich nicht zu empfehlen, weil es eben Realität ist. Und da passieren ganz unschöne Dinge und wir können nur hoffen, dass das im Westen nicht so ist. Spannenderweise gerade in der Zentralmacht des Westens, in den USA oftmals am wenigsten, weil die USA eben 50-50 gespalten sind, Republikaner, Demokraten. Und die Republikaner sind da sehr viel lockerer und sie haben einen Föderalismus, sie versuchen da zwar auch dran zu schrauben, wie in Deutschland. In Deutschland ist ja in vielen Fragen quasi abgeschafft. Wir hatten unter Merkel dann zum Schluss so eine Art Zentralkomitee, also ein paar Bundesminister, Merkel und die Ministerpräsidenten. Das ist klassisches Zentralkomitee-Modell. Auch in Deutschland gibt es in der Verfassung gar nicht. Und in den USA, ich bin ja amerikanischer Staatsbürger mit zweiter Staatsbürgerschaft seit fast 20 Jahren. Ich bin da ganz regulär eingewandert irgendwann, den langen Weg gemacht und dann doch zurückgekommen. Also USA als Zentralmacht des Westens sind innerlich dann doch noch etwas freier beziehungsweise komplexer aufgestellt. Vor allem hat die Verfassung da einen extrem hohen Rang. Und deswegen gibt es da wahrscheinlich noch freiere Möglichkeiten. Andere Länder, die den USA sehr nahe sind, es ist ja grausam, was in Kanada passiert, was in Australien passiert ist, was in Neuseeland passiert. In Kanada werden die Trucker dieses Konvois, die sind datentechnisch erfasst, denen werden jetzt nach und nach die Bankkonten gekündigt, die werden strafrechtlich verfolgt. Da werden also Demonstranten, einfache Bürger, arbeitende Bürger fertig gemacht. Und zwar einer nach dem anderen. Das ist der Polizeichef von Toronto auch angekündigt, dass man das machen werde. Also selbst Kanada, das ja für viele als Fluchtburg galt und wo ja auch ein Kollege sich niedergelassen hat mit seiner Sache, ist grausam. Also es gibt nur ganz wenige Länder, die sich da anders verhalten. Ich kann mir vorstellen, dass in den USA immer noch so weiße Flecken geben wird, wo es also auch im Landesinneren wird das nicht so gehandhabt. Die haben auch keine so straffe Verwaltung wie wir hier. Und wenn ich mal sage, von der Effizienz der Verwaltung, China natürlich ganz oben, Japan, dann Deutschland irgendwo in der Mitte, wenn auch stark absteigend seit 2015, seitdem wir Undokumentierte reinlassen ohne Ende. Und die USA haben eigentlich eine relativ schwache Kommunalverwaltung und relativ unorganisiert. Ich habe einen Freund, der auch im Aktienumfeld tätig ist als Finanzpublizist,
der ist vor einem Jahr nach Italien gegangen, weil er geglaubt, da ist es besonders gut. Und dann holen die Mario Draghi ins Amt und der zieht das Ding knüppelhart durch. Also es ist beängstigend, auch die Schweiz, weiß man nicht, wie weit das geht. Österreich hat jetzt zum Glück die Impfpflicht wieder aufgehoben, aber die waren ja die Ersten. Also bevor man jetzt Deutschland für irgendein besseres Mekka oder Jerusalem oder wie man immer das nennen will, also für die nächste goldene Stadt verlässt, soll man sich überlegen, ob man nicht hier auch Überlebensstrategien hat, wenn man woanders wirklich gut informiert ist, wenn man da, aber jetzt einfach nach Italien gehen oder einfach dahin, weiß ich nicht, also dann vielleicht doch lieber Ungarn oder Serbien, ich komme gerade aus Serbien zurück, da sieht man es auch relativ locker und da ist man auch noch so ein bisschen zwischen den Blöcken, obwohl da natürlich auch viele Lobbyorganisationen Einfluss nehmen auf die Regierung. Man muss sich das mit der Standortfrage schon sehr gut überlegen. Also wenn man woanders hingeht, dann sollte das sehr, sehr begründet sein. Absolut. Wir haben auch ein Video über das Auswandern gemacht mit einer Checkliste. Es hat alles Vor- und Nachteile. Je mehr Sicherheit, desto mehr Kontrolle. Je weniger Sicherheit, desto mehr Freiheiten mag man vielleicht gefühlt noch haben. Aber in der Welt der Digitalisierung, und darauf möchte ich auch nochmal zu sprechen kommen, bei diesem Machtwechsel, spielt natürlich auch das zentrale Geld eine immer höhere Rolle. Im Übrigen vielleicht noch ergänzend zu deiner Aussage zu Kanada, Justin Trudeau als Fanboy von China und viele, viele westliche Politiker, da stellen sich mir die Nackenhaare, wenn ich das beobachte. Die Frage ist tatsächlich, die würde ich gerne noch einschieben, bevor wir über das digitale Geld sprechen. Mhm. Sind diese Politiker, sind die deiner Meinung nach freiwillig auf diesen Zug aufgesprungen oder glaubst du, es gibt vielleicht sogar hier Bestrebungen Chinas, einzelne westliche Politiker einzuwickeln, um dann diese Systeme als schön zu propagieren? Ich weiß nicht, du bekommst ja aus der Politik, passiert sowas, ja, dass Politiker vielleicht sogar gekauft werden? Ich möchte gar nicht so weit gehen, aber gefühlt ist es tatsächlich so, dass das immer mehr auf den Zug aufspringen und das chinesische System als Vorbild für uns vor die Nase halten. Ja, richtig, aber nicht, weil sie jetzt von China gekauft sind, also ich gehe nochmal zurück, Geld wollen wir gleich noch drüber sprechen, da habe ich ja eben noch nichts gesagt in der langen Antwort. Also ich gucke mir die Videos gelegentlich an von Jordan Peterson, ein weltbekannter Psychologe, toller Mann, wirklich sehr, sehr sehenswert. Da geht es aber natürlich eher um Psychologie, der in Kanada ist und auch sehr deutlich jetzt in dieser Krise sich äußert. Der hat dann irgendwann in einem Video gesagt, also Justin Trudeau hat in seinem Leben noch kein aufrichtiges Wort gesagt. Das ist, man sieht diesen Menschen die Unaufrichtigkeit völlig an. Und er ist nicht von China gekauft. Das ist ganz anders. Also diese Politiker sind halt tatsächlich mit dem Weltwirtschaftsforum verknüpft oder wie auch immer in gewissen Zirkeln, schnappen da Ideen auf und merken, aha, Totalüberwachung, Überwachung, autoritär, Great Reset, dann Gender und so weiter. Das funktioniert ja ganz gut. Lass es doch auch bei uns machen. Wir brauchen das auch, dann stehen wir besser da als Regierende. Also das ist gar nicht so, dass man da jetzt China-freundlich ist, aber man sieht, aha, die machen das so, lass uns denen mal nacheifern. Könnte ja funktionieren. Also man adaptiert einzelne Teile aus diesen Systemen und versucht jetzt quasi die funktionierenden Teile umzumünzen. Ob sie jetzt funktionieren im Positiven oder Negativen, lasse ich natürlich wertungsfrei. Ja? Richtig, und genau das steht auch im Bericht der Rockefeller Stiftung von 2010 drin, dass das chinesische Modell im Westen kopiert werden wird, teilweise. Genau das passiert. Jetzt haben wir die Chinesen natürlich als Vorreiter in einem anderen System, und zwar im Geldsystem. Mhm. Die Central Digital Bank Currencies, also die digitalen Zentralbankwährungen, wichtig, zentral, ja, ist der Begriff, der nämlich der Unterschied zu den Kryptos ist. Das wird immer weiter und immer größer in den Medien gekocht. Christine Lagarde hat es angekündigt, 2023 gibt es die ersten Tests, 2025 wollen wir einen fertigen digitalen Euro. Die Amis spielen schon längst damit. Man hat das Gefühl, es ist ein Wettrennen. Und gerade wenn es darum geht, dass die Weltleitwährung, der US-Dollar, vorne mitspielen soll, frage ich mich natürlich, warum sind sie noch nicht so weit? Haben sie diesen Zug verpennt? Oder ist es einfach der, ich sage jetzt mal, Geschwindigkeitsvorteil, den die Chinesen zu wissen nutzen, um schneller sozusagen dieses System zu adaptieren? Wie schätzt du das ein und was hältst du allgemein von diesen digitalen Zentralbankwährungen, die hier immer und immer weiter diskutiert werden? Ja, die Chinesen sind natürlich einfach schneller, und zwar politisch und dann in der Umsetzung. Und während das bei uns sich erstmal politisch dann sortieren muss, sind die uns da tatsächlich ein paar Schritte voraus. Also ich schiebe mal voraus, ich trete ja durchaus als Krypto-Kritiker oder Skeptiker auf. Ich sage, wer es machen will, soll es machen. Ich selber mache es nicht, weil ich
ist für mich nicht als sinnvoll erachte und auch nicht tief genug drin bin. Da gab es gerade ein langes Video auch auf YouTube, wo ich das diskutiert habe. Ich bin ein politischer Ökonom. Das heißt, ich beschäftige mich auch mit dem Faktor Macht und nehme den Faktor Macht als real an. Damit auch den Staat. Liberale, Libertäre sagen, die Macht ist schlecht, sie muss weg. Aber sie ist nun mal da. Sie ist nun mal da. Es gibt eine helle Seite, es gibt eine dunkle Seite. Wissen wir seit Obi-Wan Kenobi. Das ist auch so. Und politische Ökonomen beschäftigen sich halt damit, wie Macht verwendet wird, ob sie missbraucht wird, wo sie sich konzentriert, wie sie sich ballt. Und staatliche Macht ist immer noch da, obwohl die großen Oligarchen, die großen NGOs und den Staat manchmal also nur noch benutzen, also wo der Staat quasi abhängig geworden ist, aber es gibt die Staaten noch. Und natürlich haben alle Staaten die Kryptos auch als Chance entdeckt, China voran. Deswegen habe ich immer gesagt, Bitcoin mag interessant sein. Es hat viele, viele Vorteile, obwohl es natürlich umwelttechnisch ein Horror ist. Da ist ein Banknotendrucken viel, 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 viel günstiger und viel umweltfreundlicher. Mhm. Und eine Banknote ist auch anonym. Zunächst einmal, wir müssen in einem Rechtsstaat gilt die Unschuldsvermutung. Wir brauchen anonymes Geld. Da sind wir schon lange weg. Die größeren Bezahlungen werden gemeldet. Es werden kaum noch Barzahlungen angenommen. Das gehört zum bürgerlichen Rechtsstaat dazu, dass ich und du eine Transaktion über 100.000 machen dürfen, eigentlich ohne sie zu melden. Wir sollen uns an die Gesetze halten, wir müssen uns an die Gesetze halten. Wenn wir es nicht tun, gibt es dann irgendwann Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörden. Aber nicht vorausschauend alles melden. Das ist alles Teil des Kontrollsystems. Und deswegen ist es eben so, dass Bitcoin, man kann das, wird das wahrscheinlich nicht komplett verbieten, aber ich sage das auch seit 2 Jahren, man würde es einschränken, man würde es besteuern, damit ist es kein Geld mehr, damit ist es eine Ware, wie man Gold, wie man Silber besteuert. Dann kann man natürlich die Börsen dicht machen oder mit großen Auflagen versehen. Das heißt, die Staaten werden diese Kryptos, die ihnen ein Dorn im Auge sind, natürlich versuchen zu verdrängen oder an die Seite zu drängen und wollen natürlich ihre eigenen etablieren. Und das ist dann die Horrorvorstellung, weil wir dann natürlich transparent sind. Und dann ist es auch vorbei mit der Anonymität. Dann wird dieser Ledger wahrscheinlich dann irgendwie bei der Zentralbank auch gespeichert und jeder kann sehen, also zumindest innerhalb dieser Zentralnotenbank, der da Zugriff hat, wann du und ich vor 10 Jahren was getan haben, dann ist unser ganzes ökonomisches Leben quasi digital. Also das ist das dystopische Szenario, was da am Ende steht. Und das habe ich zum ersten Mal in der Form aufgezeigt 2016 in meinem kleinen Büchlein Rettet unser Bargeld. Habe ich übrigens auch unterstützt und ich finde es toll, dass du damals schon auf die Bühne gegangen bist, als es um unser Bargeld ging. Ich bin ein riesen Bargeldfreund und rufe auch unsere Community immer wieder auf, so viel Bar zu bezahlen wie möglich, dann ist es euer gutes Recht. Und in der Covid-Krise oder in der Pandemie hat sich vieles dahingehend verändert. Das Verhalten, also das Nutzungsverhalten musste sich ja zwangsläufig ändern, denn die Menschen konnten ja gar nicht mehr im lokalen Einzelhandel ihr Geld verbraten, sondern haben es halt online ausgegeben. Mhm. Und diese Statistik nutzt man jetzt wieder, um es den Menschen schmackhaft zu machen, dass doch die Mehrheit eigentlich bar ablehnt und eher digital bezahlt. Also man nimmt immer genau dieses Argument, das man braucht, ums Bargeld schlecht zu reden, ja. Mhm. Und ich bin der Überzeugung leider, dass die junge Generation, also ich sage jetzt mal mein Sohn und die Generation danach, sehr, sehr stark schon beeinflusst werden in der Jugend, wenn es ums digitale Geld geht. Das heißt, die Reise wird dorthin gehen. Die Frage ist nur, werden wir diese Freiheit weiterhin behalten, mit einem anonymen Zahlungsmittel, nämlich Bargeld, bezahlen zu können. Ja? Und wenn man sich die Entwicklung der Zentralbanken anschaut, dann möchten die ja genau das nicht. Das Ziel der digitalen Zentralbankwährung ist ja die Kontrolle jeder Transaktion. Das sagt selbst der Chef der BITS, hat gesagt, genau diese Vorteile müssen wir nutzen, um Dinge nachher dann auch umzusetzen, um das Geld stabil zu halten, das Geld, also die Währungsstabilität. Das ist meine Frage. Währungsstabilität, Zinsstabilität, die Zentralbank mischt sich mittlerweile immer mehr auch in die Energiepolitik, wie du sagst, ein mit den Green Deals, ja, kauft Unternehmensanleihen. Ist die Zentralbank eigentlich überhaupt nicht mehr den Namen Zentralbank würdig? Und was glaubst du, was passiert letzten Endes? Wird dieses digitale Zentralbankgeld hier auch akzeptiert oder gibt es noch eine Chance, dass wir uns vor diesem System drücken? Die Zentralbank ist ja dann eine wirklich allmächtige zentrale Wirtschaftsbehörde. Wenn ich, dann kann ich Geld zuteilen, ich kann Geld kann ganz gezielt Geld
streichen. Ich muss das nicht über Inflation machen. Ich kann sagen, du hast dich unbotmäßig verhalten. Wir frieren mal dein Konto ein. Also es ist natürlich eine Dystopie, aber klar gibt es da Interessen, die dahinter stehen, die das wollen. Ich sehe da noch nicht, wo es enden wird und ob wir eine Chance haben. Ich bin nur sehr positiv überrascht gewesen bei den Herbstspaziergängen oder Montagsspaziergängen im letzten Herbst. Also, dass wir die Covid-Geschichte gekippt haben, dass wir das Recht auf Selbstbestimmung im Gesundheitsbereich zumindest teilweise verteidigt haben, dass die Menschen doch dann in großer Zahl auf die Straße gegangen sind. Das kann dann vielleicht auch noch passieren, wir wissen es nicht. Ich hoffe, dass der politische Prozess nicht so weit kommt, aber im Moment sind die Kräfte, die natürlich digitales Zentralbankgeld wollen, die sind sehr stark. Du hast den Great Reset vorhin angesprochen. Spielt er in dieser ganzen Konstruktion deines Weltsystemcrashs auch eine Rolle? Oder kommt es zufällig, dass hier gewisse Mächte genau diese Ziele verfolgen, die eigentlich dazu führen, dass wir einen Wandel unseres Systems haben? Wenn man jetzt nicht als Crash bezeichnen, zumindest sondern als Wandel bezeichnen, dann führt er ja genauso darauf hinaus, dass wir Kontrollsysteme installieren, dass der digital-finanzielle Komplex mehr Macht bekommt, dass immer weniger Macht bei den Regierungen bleibt. Spielt das irgendwie mit rein, dieser Great Reset? Hast du den damals schon 2019 auf der Agenda gehabt, als Klaus Schwab dann auch sein Buch kurz danach veröffentlicht hat, The Great Reset? Oder wie ordnest du diese Thematik ein? Weil es gibt ja viele kritische Stimmen, die sagen, das ist alles Spinnerei. Nein, das passt ja hundertprozentig da rein. Das ist genau das, was da passiert. Also die Etablierung eines autoritäreren Systems, was so alle 80 Jahre passiert. Ich habe ja im Weltsystemcrash vor allem die Ursachen beschrieben. Also die Ursachen, die ungleiche Vermögensverteilung, die geopolitischen Dinge, die Trends zur Digitalisierung, die hohe Verschuldung. Und dann habe ich gesagt, jetzt kommt ein Systemwechsel und der Reset ist dieser Systemwechsel, zumindest ein großer Teil. Und das ist halt der Name, den man ihm jetzt gegeben hat. Also der Reset ist quasi der Weltsystem Crash. Beim Reset kann man halt sagen, ich führe diesen Crash oder diesen Neustart geplant durch. Das ist im Prinzip fast deckungsgleich. Und warum hält keiner dieses Wirtschaftsforum, das ja letzten Endes initial dafür steht, auf? Ich sag mal, es sind ja letzten Endes wenige Tausend, ja, wenn überhaupt Tausende, die dahinter stecken. Das sind die großen digitalen Player, das sind die Regierenden dieser Welt und es sind alle letzten Endes unter der Leitung eines Herrn, Klaus Schwab, der dieses Wirtschaftsforum vor einigen Jahrzehnten ins Leben gerufen hat, als sehr junger Student, Abgänger, glaube ich sogar. Ich weiß nicht, ob er in Harvard war, müsste ich recherchieren, aber letzten Endes hat er die Zügel in der Hand, was zumindest nach außen, was diese Entwicklungen angeht. Ordnest du das auch so ein oder ist das deiner Meinung nach eher eine Rolle, die dahingestellt wurde, die letzten Endes als Gesicht diese ganze Veranstaltung repräsentiert? Nein, das ist wie wieder mit der Henne und dem Ei oder auch wie mit der Verdrängung des Bargeldes. Dann kommt so eine Pandemie, auf einmal haben die Deutschen dann doch weniger Bargeld, dann wird das wieder gebraucht. Also es ist ein Prozess, der sich aufschaukelt. Klaus Schwab hat da sicherlich eine wichtige Rolle. Er ist eben Initiator dieses Forums. Es hat sich halt phänomenal entwickelt und es ist ein Ort, wo sich die wirklich mächtigen Unternehmenslenker, die Reichen, die Staatslenker treffen und dann entwickelt man halt Szenarien und dann kann dieses Forum auch, hat selber Mitarbeiter, entwickelt diese Szenarien weiter. Es sind ja keine Regierungsdokumente, die Leute dann unterschreiben. Aber es sind in gewisser Weise Masterpläne oder Alternativszenarien. Und dann denkt der ein oder andere, ach, dieses Reset-Szenario, das klingt doch gut, da kann ich Geld verdienen. Also Jeff Bezos ist im Jahr 2020 ungefähr 50 Milliarden reicher geworden durch den Trend zur Digitalisierung. Und dann springen immer mehr auf und dann bekommt das natürlich eine gigantische Wirkmacht. Also sind keine ganz einfachen Anweisungen, du machst das, sondern es hat sich eben diese Rolle etabliert und auch neue Politik, Strategien und so, die etablieren sich dann, die wachsen dann so in diesem Kreis. Aber im Moment sehen wir ja, wo die Reise hingeht, tatsächlich Richtung Reset, tatsächlich Richtung Digitalisierung, wobei jetzt im Moment durch den Krieg in der Ukraine das Ganze ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Aber man kommt von einem hysterischen Narrativ ins nächste, ob das Klimawandel ist, ob das Covid ist, ob es jetzt die Ukraine ist, was natürlich wirklich schrecklich ist, dass wir Krieg haben mitten in Europa. Aber die Stimmung war vorher auch schon Kriegsstimmung und jetzt haben wir einen echten Krieg. Also diese, möchte ich sagen, aufgeheizte Stimmung, die ermöglicht dann natürlich auch gewisse Dinge durchzusetzen.
Bevor wir uns nochmal anschauen, was auf uns zukommt, möchte ich den Zuschauern nochmal an die Hand geben, den kostenlosen Ratgeber, der wirklich sehr ausführlich bearbeitet wurde, unter dem Video, kostenlos zum Download. Dort möchten wir euch zeigen, wie ihr euch optimal gegen diesen oder ich sage jetzt mal für diesen Weltsystemcrash vorbereitet, damit euer Vermögen optimal gesichert ist. Dort hat Max Otte einiges an Wissen reingegeben. Ich habe auch einige Tipps mit dazu gepackt. Ich würde mich freuen, wenn er euch weiterhilft. Wir schauen uns doch jetzt mal an, was viele Menschen momentan besonders beunruhigt, und zwar das Thema Enteignung, das ja perfekt in dieses digitale System passt. Absolut. Die Frage kam auch sehr, sehr häufig, was passiert mit meinen Immobilien, was passiert mit den Aktien, mit den Kryptowährungen, mit meinem Gold, mit meinen Kontenbeständen? Man kann ja letzten Endes alles in irgendeiner Form besteuern oder enteignen, wenn es in einem komplett transparenten System ist. Wie ordnest du diese Entwicklung ein, dass immer mehr Politiker auch einen öffentlichen Lastenausgleich zur Pandemiebekämpfung und so weiter fordern? Ist das Zufall? Ist das einfach nur eine linke Denkweise? Was steckt dahinter? Das passt ja letztendlich auch wieder genau. Sagen wir mal so, vor 10 Jahren ungefähr hat schon, oder vor 9 Jahren hat der IWF, der damalige Chefvolkswirt, eine Inflation von mindestens 4% gefordert, um des Schulden Herr zu werden. Wir haben mehr Schulden gemacht. Jetzt reicht Inflation als solches nicht mehr. Wir haben ja auch deutlich mehr Inflation, 6-7%. Aber auch das reicht nicht. Und Sigmar Gabriel hat schon im Frühjahr 2020 Lastenausgleich gefordert. Das kommt natürlich in Form höherer Besteuerung von Immobilien, in Form von höherer Besteuerung anderer Dinge. Also Gold weiß ich nicht, könnte der Sache entkommen. Silber ist ja besteuert. Also zunächst einmal sicherlich werden Immobilienbesitzer bluten. Wir sind da an einer Entwicklung, die ist nicht nachhaltig. Also die Preise sind zum Teil so, dass sich das keiner mehr leisten kann in München und so weiter, oder nur noch ganz wenige. Da kommen Dinge auf uns zu, vielleicht auch Zwangshypotheken, wer weiß das. Man sollte also nicht überlastig sein in Immobilien. Das sind natürlich viele Deutsche. Edelmetalle können auch besteuert werden, Silber ist es ja schon. Die kann man aber natürlich auch mal, sagen wir, dem Kreislauf entziehen, so dass sie anonym sind. Muss man ein bisschen natürlich dran arbeiten, aber das geht schon. Das ist also sicherlich eine ganz gute Versicherung, so würde ich das sagen. Kryptos, haben wir eben schon drüber gesprochen, haben die Staaten große Interesse daran, die Verwendung unattraktiver zu machen. Sie zu besteuern, was auch immer. Also auch nicht, es gibt nicht den Heiligen Gral und das Gelbe vom Ei. Man muss da sehr persönlich schauen. Aktien bin ich relativ optimistisch, weil die sich natürlich auch vor allem in den Händen der sehr Vermögenden befinden. Bill Gates, Jeff Bezos, wer auch immer. Und bislang hat es die Lobby eigentlich geschafft, die Besteuerung von Aktiengewinnen moderat zu halten. Ich denke, das auch weiter so. Es kann natürlich sein, dass die Unternehmenssteuern in der nächsten Phase wieder anziehen. Das heißt, die Unternehmensgewinne, dass die Aktien mal eine Zeit lang auf der Seite treten oder auch mal was korrigieren. Ich erwarte keinen großen Crash, weil die Flucht in die Sachwerte, in Gold, Silber, Aktien, Immobilien immer noch anhält. Die Leute haben es gemerkt, dass Kontoguthaben und das Schlechteste ist, was man haben kann. Also von daher ist es ein wohl ausgewogener Mix, aber grundsätzlich so, dass die meisten in Deutschland zu viele Immobilien haben. Wie siehst du die Technologieaktien? Wir haben ja eine große Korrektur gesehen und ich hatte gerade mit Dimitri Speck, ihr kennt ja glaube ich auch, ein spannendes Gespräch. Er sieht dort große Erosion in dem Bereich. Siehst du das ebenfalls? Nein, wir sind nach wie vor in den Tech-Giganten teilweise investiert. Ich sehe, dass sich die Spreu von Weizen trennt. Also Alphabet mit Google und YouTube, die gehen natürlich weiter. YouTube entwickelt sich weiter phänomenal, sind auch nicht so teuer mit 30er KGV. Also das kann man alles vertreten in solchen Zeiten, wo es keine Zinsen mehr gibt und Negativzinsen. Das geht weiter, Microsoft geht weiter, Apple geht weiter. Die setzen ziemlich stark auf Privatsphäre. Was natürlich heißt, dass Apple selber diese Daten schon hat und die anderen nicht. Also Privatsphäre muss man auch vorsichtig sein. Facebook kommt wahrscheinlich an seine Grenzen, weil die ein rein werbebasiertes Modell haben. Also Meta ist es ja heute, genauso Netflix. Da wird es wahrscheinlich Investitionskämpfe mit Disney geben. Also da muss viel in Content investiert werden. Das freut natürlich den Kunden, aber es ist sehr teuer für die Unternehmen. Also man muss sich das genau anschauen. Hinzu kommt natürlich, dass unter Umständen diese Unternehmen auch etwas stärker besteuert werden. Joe Biden hat jetzt bei Amazon gesagt, er unterstützt die Bildung von Gewerkschaften. Also auch diese Tech-Giganten haben Gegenwind. Das wird nicht mehr so wie in der Vergangenheit gehen, aber an ein paar davon halten wir durchaus noch als Säulen im Portfolio fest.
als Portfolio-Manager ist man sowieso nicht so, dass man da komplett den Schalter umlegt. Also man schmeißt natürlich auch mal Sachen komplett raus, aber man sollte auch immer, man sollte schon Schwerpunkte haben und eine Meinung, aber sich auch hinterfragen, was ist, wenn du nicht recht hast oder unter welchen Umständen könntest du nicht recht haben. Also bei Tech sind wir noch sehr stark dabei und nebenbei dann haben wir aber auch sehr viel Ölwerte. Die sind auch nicht teuer und wenn wir überlegen, in den nächsten Jahren wird Öl noch weiter gebraucht. Die Konzerne haben relativ wenig investiert, weil sie alles schon auf Green umgestellt haben. Das heißt, die Förderkapazitäten sind begrenzt. Also mit einem Ölpreis von um die 100 werden wir auf Dauer nicht leben. Der wird weiter steigen. Also für die Ölwerte haben wir eigentlich eine gute Zukunft. Da haben wir, also neben den großen Tech-Werten, haben wir da einen weiteren Schwerpunkt. Dann haben wir auch Gold und Silber oder eben Goldminen. Und wir haben kleinere Tech-Werte ausgewählt, die sind natürlich spezieller, die noch sehr stark wachsen. Wenn wir dann über dieses Szenario sprechen, Öl, ich höre schon raus, du bist ja mit den Märkten bestens vertraut. In den 70er Jahren, im Zeitalter der Stagflation, gab es ja die großen Gewinner. Es waren die, was war Öl, das war Agrar, das waren die Edelmetalle, das waren die Rohstoffe. Und es gab auch Verlierer. In dem Fall in der Wachstumsphase waren es ja weniger die Aktien, sondern nur gewählte Aktien. Und Florian Homm hat gerade gesagt, der ebenfalls so in dem Aktienbereich tätig ist, es wird nur noch jede zehnte Aktie wirklich diese Chancen bieten. Macht vielleicht gerade auch deswegen ein Portfolio oder ein Fondsmanagement Sinn, dass sich mit den Märkten vertraut macht? Und falls ja, siehst du das auch so, dass nur noch jede zehnte Aktie in den nächsten Jahren spannend sein kann? Ja, man, also beim Investieren, die Leute wollen Spannung, aber darum geht es beim Investieren nicht. Es geht darum, Geld zu verdienen. Geld verdienen kann verdammt langweilig sein. Also Spannung ist oftmals Kontraindikator für, ja, ist so. Ich meine, die Leute wollen Unterhaltung, sie wollen spannende Aktien, sie wollen sexy Aktien. Das ist völlig uninteressant. Also Florian Homm hat bestimmt recht, dass natürlich viele Aktien nicht mehr diese Entwicklung nehmen werden. Einige auch in Rückwärtsgang gehen werden. Ob es jetzt nur noch jede zehnte ist, die sich weiterentwickelt, weiß ich nicht. Aber das wird dünner, klar. Die Märkte sind schon ganz gut gelaufen. Wir bleiben weiter drin, aber man muss selektiver werden. Also von daher Grundaussage stütze ich. Aber dann haben wir eben zum Beispiel diese Big Techs, über die ich eben gesprochen habe. Die werden sich auch weiterentwickeln. Vielleicht gemächlicher, aber irgendwie geht das da auch weiter. Also von daher macht Portfolio Sinn. Und die Frage, ob Portfolio Manager ja oder nein, ist ja auch schon fast eine Glaubensfrage. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich im Aktienbereich im Indexfonds bin oder in einem Indexzertifikat, dann bitte nur einen ganz großen Index wie MSCI World oder Eurostoxx oder was auch immer, keine solchen speziellen Indizes, dann sollte ich es lieber einem Fachmann überlassen oder bei Einzeltiteln nehmen. Man muss auch schauen, wie diese Zertifikate konstruiert sind. Da gibt es auch unter Umständen Dinge, die nicht ganz sauber sind. Also man muss in den Prospekt reinschauen. Das ist sicherlich so. Aber ich denke, im Ölsektor hier und da gibt's spannende Sachen. Ob Index und aktiver Fonds, ob Einzeltitel, das ist wirklich eine Frage des individuellen Wissens, der individuellen Psychologie. Es ist aber so, wenn ich wenig Wissen habe, kann ich relativ erfolgreich an der Börse sein. Ich sage, okay, kaufe ich mir meinen MSCI oder ich kaufe ein paar Ölaktien dazu, das sieht eigentlich ganz gut aus, fertig aus. Die Kiste, ich lasse das Zeug liegen und gucke in 10 Jahren wieder rein oder 5. So Methode Costolani. Das kann funktionieren. Wenn ich wirklich gutes Wissen habe, kann ich auch jetzt noch sehr viel Geld verdienen. Das Gefährlichste ist das Halbwissen. Wenn ich also mich damit befasse und ich glaube, Wissen zu haben und dann mache ich das und dann gefällt mir was anderes besser, dann wechsle ich, dann mache ich das Nächste. Das führt meistens zu Verlusten und zu Vermögenseinbußen. Also von daher prüfe sich jeder, was für ihn das Richtige ist. Wir hatten ja gerade in Dubai die Chance, jeder einen Vortrag auf einer gemeinsamen Veranstaltung zu halten. Und eine Folie, die hast du nicht mehr gesehen, weil du nicht mehr im Vortrag warst, die hat sich komplett überschnitten. Und zwar war das die Denkweise, dass wir ebenfalls ein Freund von dem Drei-Speichen-Prinzip sind, weil man eben nicht diese permanenten Änderungen und Wechsel im Portfolio hat. Und jetzt gehören dazu natürlich auch Edelmetalle und Immobilien neben den Aktien. Wie würdest du aktuell dieses Drei-Speichen-Rad bewerten? Wo stehen die Immobilien? Wo stehen die Aktien? Wo stehen die Edelmetalle in der Gesamtbetrachtung? Ja. Bevor wir auf die Community-Fragen dann eingehen, weil das sind einige knackige Fragen und ich bin schon gespannt, wie du darauf antworten kannst.
Die drei Speichen sind, also wenn man sich die Gold-Dow-Ratio anschaut, das ist ja so ein Vergleich, wie viel wertvoll ist Gold, wie teuer im Vergleich zum Dow, dann sind Edelmetalle und Aktien eigentlich beide noch attraktiv, jetzt nicht mehr super attraktiv, aber ich würde die beide von der Bewertung her als okay ansehen. Immobilien sind natürlich schon wirklich ziemlich teuer, was auch nicht heißt, raus aus allen Immobilien, was will ich dann machen? Konto kann ich es auch nicht liegen lassen, also Land ist auch teuer, also Immobilien sind recht teuer, die anderen beiden Sachen sind durchaus noch interessant, auch zum Einstieg. Bei Gold und Edelmetall ist ja ein homogener Preis, bei Aktien kann ich ja dann noch selektiver machen. Und die Mischung ist natürlich reine Privatsache, also ich als Unternehmer habe ich natürlich auch noch einen guten Teil meines Vermögens in meinen Firmen, was letztlich Aktienbesitz ist, aber sehr spezieller Aktienbesitz, also ein Mittelständler, für den ist ja die eigene Firma immer mal das Erste und das Wichtigste. Ja. Und dann habe ich natürlich alles andere auch, also außer Kryptos, die habe ich eben nicht. Ich habe Edelmetalle, ich habe auch Kettner Edelmetalle, das weißt du. Und habe Immobilien und ich habe natürlich ein Aktienportfolio. Und dazu kommen wir jetzt zu den Community-Fragen, weil ich finde, es passt super. Eine Frage, also wir haben insgesamt 5 Fragen. Ich suche mir mal die 3 spannendsten Fragen für dich raus. Vielleicht schaffen wir ja die 5 auch. Mal gucken. Ja, okay, also dann lassen wir starten. Erste Frage, was rät Herr Otte seinen Kindern, Alter bis 20 bis 30? Ausbildung, unterschiedliche Einkommensströme, Netzwerke, Vermögensaufbau, Auswandern, Staatsbürgerschaft, das ist natürlich eine große Frage, aber was würdest du den Leuten pauschal raten, wenn sie noch am Anfang des Lebens stehen? Wie investiere ich am besten? Die Frage kommt von Knowledge Base. Ja, also mein Jüngster ist Amerikaner und Österreicher und lebt in Deutschland. Also das ist ja schon mal mit Staatsbürgerschaft. Das hätte ich bei meinen Eltern auch gern gehabt. Da hat es noch nicht so funktioniert. Vielleicht kriege ich das noch hin, aber das ist jetzt auch deren Entscheidung. 2 Staatsbürgerschaften sind nicht schlecht, wobei man mit der amerikanischen immer, die Amerikaner sind brutal mit der Steuer, die haben das Welteinkommensprinzip. Ich zahle also mehr Steuern, als wenn ich nur in Deutschland wäre. Ich habe einen relativ hohen Steuersatz. Mache ich aber, ich meine, das ist nun mal so und da muss man damit leben und sich nicht den Kopf drüber zerbrechen. Also Staatsbürgerschaft, natürlich ist die Ausbildung erstmal das Erste, Charakter und Ausbildung. Charakter kommt natürlich, ist eine Frage der Erziehung, des Elternhauses, auch des Umgangs. Also Grundvertrauen, Urvertrauen, Charakter, das ist etwas, was man als, das ist mal die wichtigste Aufgabe der Eltern, das zu vermitteln. Dann das Zweite, wenn das geschafft ist, dann kommt natürlich die Ausbildung. Aber nochmal Charaktererziehung, also es geht ja auch heute in der Trend zur modernen Erziehung. Ich versuche das eher immer etwas strenger zu machen, aber sagen wir mal so, das ist heutzutage gar nicht so einfach. Da gibt es viele Gegentendenzen, aber ich versuche es zumindest. Manchmal gelingt es mir auch. Charakterbildung ist ein altmodisches Wort, aber das wäre es. Also mein Älterer hat es wirklich auch gesehen. Er hat mir gesagt, dass er von mir nichts geschenkt haben möchte. Ich habe gesagt, doch, eine Top-Bildung kriegst du. Ich finde das aber toll, wenn ich so eine Aussage höre von einem jungen Menschen, der weiß, dass der Papa ein bisschen was auf der Kante hat. Finde ich das ganz großartig. Und das heißt, Charakterbildung, natürlich Jobs. Also ich habe immer Ferienjobs gehabt, seit meinem 13. Lebensjahr. Ich habe geackert wie ein Blöder, habe trotzdem meinen Spaß gehabt, habe eine Band gehabt, habe gutes Abi irgendwann gemacht, habe zwischendurch gefeiert, also ich habe nichts ausgelassen. Das geht irgendwie auch, das kriegt man zusammen hin. Natürlich sind die Menschen auch unterschiedlich. Also nach Charakter und Formung ist die Bildung dann da und dann würde ich wirklich, ich fange natürlich mit Aktien an mit meinen Kindern. Ja, mit 8 haben wir, kann man auch schön drüber sprechen, gut über Gold kann man auch sprechen, das ist auch richtig. Aber bei Aktien, das ist dann auch noch so mit der Wirtschaft verknüpft, dann irgendwann hat mein Älterer dann mal, er hatte die Aktie eines belgischen Mieterwarenherstellers, hatte ich ihn reingelegt, das war ihm peinlich. Das war so einer der Trades, der hat ganz wenig Trades gemacht und dann selbstbestimmt. Sonst liegen die Aktien einfach da und dann hat er verkauft. Da hat er aber Amazon gekauft vor 3-4 Jahren. 5 Jahre mittlerweile. Hat einen super Griff gemacht. Also klasse. Von daher ist es dann auch so, dass man da natürlich Dinge dran erklären kann in den Aktien. Man sieht Misserfolge, man sieht Erfolge. Beim Edelmetallen ist es eben so, dass der Zyklus sehr viel länger ist. Also dann steigen die Preise, das dauert über 10, 15 Jahre. Ist auch schön, wenn man die hat als Versicherung, auch für Kinder. Also würde ich sagen, Charakterbildung, dann kommt Bildung und dann kommen
Aktien oder erste Investments. Aber da auch nicht so viel, sondern dann sollte dann auch selber machen. Also man gibt ein bisschen was und dann bespricht man das und lässt es sich entwickeln. Ja, super. Danke für die Antwort. Sehr spannend. Kann ich auch noch was mitnehmen für meinen Kleinen? Hast du vielleicht noch einen Buchtipp für die Kids? Ich habe jetzt gerade Der reichste Mann von Babylon mit meinem Sohnemann durch. Der versteht zwar noch nicht alles, aber nach 2-3 Mal hat er zumindest die Denkweise des Sparens verinnerlicht, hoffe ich. Wie hast du deine Kinder daran geführt, spielerisch? Oder hast du da auch vielleicht einen Tipp? Also ich habe es tatsächlich über die Depots gemacht und wir haben dann die Depots auch besprochen, die Titel besprochen. Ich habe jetzt nicht so ein Erfolgsbuch in der Form. Ich denke, da bin ich eher der Meinung, dass es da in dem Alter um grundlegende Bücher gehen sollte. Mythen, die Bibel, alte Geschichten, Sagen, Geschichte, Wissen. Also da gehe ich eher in die Richtung, also wenn das dann stimmt, und jemand hat das Herz am richtigen Fleck, dann wird danach schon seinen Weg finden. Das ist super. Dann schauen wir mal die nächste Frage an. Und zwar, wird der Privatbesitz verboten? Steuern wir auf totalitäre Systeme zu? Haben wir ja teilweise schon beantwortet. Oder gibt es noch eine Chance zum positiven Wandel? Fragt Michael Gollnick. Ja, die Gefahr ist sehr groß natürlich. Und zwischen Verbieten und freiem Handel gibt es ja noch viele Zwischenstufen. Man kann es erschweren, man kann es besteuern, man kann es nur noch für bestimmte Transaktionen zulassen. Also sowas kommt ja auch. Das ist ja beim Bargeld sogar schon so, dass man sagt, nur noch bis zu der Grenze. Also man kann ja die theoretisch freien Rechte stückweise einschränken. Sowas passiert ja. Und die Tendenzen Richtung totalitär sind sehr groß. Shoshana Zuboff von Harvard nennt das Überwachungskapitalismus. Aber es gibt immer eine Chance. Wir haben es bei der Impfpflicht gesehen. Auch da müssen wir wachsam bleiben. Die kommt natürlich jetzt vielleicht durch die Hintertür, durch die EU. Also das ist nicht vom Tisch. Aber wenn man sich wehrt, wenn der Widerstand groß genug ist, man darf da durchaus die Hoffnung nicht sinken lassen. Man muss aber auch was dafür tun, dass diese Zustände nicht eintreten. Danke. Und jetzt die letzte Frage. Wir hatten es auch schon davon, aber ich konkretisiere es nochmal. Kann ein Lastenausgleich über 50% liegen? Was passiert, wenn bei dem Lastenausgleich die Unternehmer ihre Tätigkeit boykottieren? Die Frage kam von Alex Schmidt. Ich möchte sie dir trotzdem weitergeben. Mhm. Ja, es ist nicht abzusehen, wo dieser Ausgleich liegt. Der wird ja auch asymmetrisch wirken. Also die Inflation zum Beispiel ist ja jetzt auch so eine Art Umverteilung. Und die trifft natürlich vor allem die Geldvermögensbesitzer und die Wenigverdiener, weil die ihr Geld größtenteils wieder ausgeben und für den Lebensunterhalt brauchen und eigentlich nichts im Vermögen haben. Das heißt, sowas ist asymmetrisch. Über die gesamte Bandbreite hinweg kann das schon Richtung 50% gehen. Das wage ich gar nicht auszuschließen. Aber wie gesagt, es kommt dann immer darauf an, wie ist die eigene Vermögenssituation, wie ist man aufgestellt. Also ich kann es ja nicht so pauschal sagen. Und wenn die Unternehmer boykottieren, dann machen eben die Bürokraten weiter. Das haben wir in China und in Russland gesehen, in der Sowjetunion. Dann wird es zwar eine schwierige Zeit, auch eine schlimme Zeit unter Umständen, aber dann geht es ja trotzdem irgendwie weiter. Gerade in Verbindung mit der zunehmenden Zwangswirtschaft. Also erstmal werden nicht alle Unternehmer boykottieren. Entschuldigung. Aber selbst wenn das der Fall wäre oder viele boykottieren, dann kommen eben andere ans Ruder und die wirtschaften dann etwas bürokratischer. Ich denke, man sieht an China immer gut, wie etwas durchsetzbar ist, wenn erstmal diese Kontrollsysteme implementiert sind. Wie schaffst du es, in diesen Zeiten den Kopf nicht hängen zu lassen und positiv zu bleiben? Ich war gerade unten in meinem eigenen Fitnessstudio, habe ein bisschen Kraftsport gemacht. Da muss man ja sowieso mit zunehmendem Alter ein bisschen drauf achten. Dann geht das Adrenalin wieder hoch und die Hormone gehen rauf. Und das ist auch ganz gut. Dann spaziere ich, lese viel. Heute Mittag gehe ich ins Tonstudio und nehme mit ein paar Profimusikern eine oder fange an, eine CD aufzunehmen. Also, reines Hobby, das macht Laune. Man braucht gute Launemacher in diesen Zeiten. Es geht nicht anders, sonst dreht man nur noch am Rad. Und das sollte man nicht tun. Also ich wünsche Ihnen auch allen, dass Sie Dinge finden, die Ihnen richtig viel Spaß machen. Machen Sie es, genießen Sie das. Denn bei aller Überlegung und bei allen Dingen, die schieflaufen, muss man sich diese Momente suchen, um wirklich bei klarem Kopf und hellem Sinn zu bleiben. Außerdem gibt es ja noch diesen kostenlosen Ratgeber, wie ihr euch optimal aufstellen könnt. Den findet ihr hier. Ladet ihn euch gerne runter, solange er zur Verfügung steht. Ich würde mich auch darüber freuen, wenn ihr ins letzte Gespräch schaut. Dann könnt ihr auch mal die Wahrheitsgehalte der Aussagen bewerten. Es hat einiges oder ist einiges schon eingetroffen. Dort gerne mal vorbeischauen. Vergesst nicht unseren und auch den YouTube-Kanal von Max Otte zu abonnieren. Wird ebenfalls unter dem Video verlinkt sein. Vielen Dank.
Max, für die Zeit und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Dominik, immer wieder gerne.